Ja, da gibt es keine neuen Sachen, hatte ich aber so verstanden, aber vielleicht kommt das ja noch. Hallo und herzlich willkommen zur 12. Folge Estonia. Ja, wir hatten in der letzten Folge festgestellt, dass sich eben einiges geändert hat aufgrund des Updates. Hier habe ich jetzt erstmal kurz wieder was zum Forschen gefunden. Das nehme ich mit, natürlich mit. Einiges zum Forschen. Gut, haben wir eingesammelt. Einmal sticken. Oh, komm schnell darüber. Jawohl, er hat wieder. Das kommt hier rein. Und hier holen wir uns wieder die Forschungspunkte. Gut. Ja. Noch 125, das geht recht schnell, was der jetzt runterzählt. Dann können wir den anderen reinpacken. Ja, und wie gesagt, um den mittelgroßen Rover zu kriegen, brauchen wir mindestens diese 6000 Forschungspunkte. Oder auch Byte. Das sind ja wohl irgendwelche Daten. 6000 Byte Daten, um die Forschung abzuschließen. Okay. Oh, wir haben noch. Das dauert jetzt noch 20 Sekunden. Dann haben wir das zusammen. Ja, und dann müssen wir gucken. Vier, drei, zwei, eins und null. Wieso kann ich den da jetzt nicht draufpacken? So, jetzt geht's. Ja, das bringt 3748. Das lohnt sich. Er fängt schnell an und lässt dann aber auch schnell nach. 17 Minuten, okay. Das heißt, am Ende der Folge ist er fertig. Okay, was können wir weitermachen? Wir können hier weiterhin diese Pflanzen absuchen, können zusehen, dass wir hier so ein paar Forschungspunkte kriegen. Das ist zwar nicht so viel, aber wie heißt es so schön, klein Vieh macht auch Mist.
Und wenn wir die regelmäßig abgrasen, ist das auch unterm Strich nicht ganz wenig, was wir da haben. Oh, ich sehe gerade hier, gibt es wieder was zu forschen. Das ist zu hoch, da kommen wir nicht dran. Da müssten wir dann wieder was bauen. Aber hier vorne habe ich gesehen, war auch noch was. Der hängt flacher. Dann nehmen wir den doch erstmal. Ja, und wie man sieht, das, was prophezeit wurde im Grunde, das trifft hier auch zu. Wir haben hier definitiv einen Bug im Gelände. Ja, wir haben hier, können wir durchgucken. Wir sollten beigehen und das berichtigen im Grunde, indem wir hier mit unserem Tool die Kanten angleichen. Und so können wir jetzt wieder drüber laufen. Hallo, bleibst du mal stehen?
Ja, wie man sieht, das passt hier so mit dem Angleichen ganz gut. So. Haben auf jeden Fall schon mal wieder einen vollen Kanister. Und das heißt, wir können hier schon mal wieder was reinpacken. Ja, da gibt es keine neuen Sachen, hatte ich aber so verstanden. Aber vielleicht kommt das ja noch. Ja, die ganzen Löcher sind zu. Es wird wieder hell, wir können wieder gucken. Ja. Mir stellt sich aber tatsächlich, oh, hier ist auch. Ja, wenn ich das jetzt wieder so sehe, wie viel ich hier reparieren muss, wie viel hier wirklich kaputt ist vom Geländer, dann komme ich doch zu dem Schluss, jetzt in der zweiten Folge nach dem Update, dass es sinnvoller ist, das Ganze nochmal von vorne anzufangen. Denn ich behaupte mal ganz einfach, so in dieser Art und Weise hat das eigentlich keinen Sinn. Ich bin mir noch nicht ganz im Klaren darüber, was wir dann ab morgen machen. Ich entscheide mich kurzfristig, ob wir was anderes anfangen oder ob wir jetzt hier wirklich komplett nochmal von vorne anfangen. Denn ich sage mal, ja, das waren jetzt 12 Folgen, ist ja schon eine ganze Menge. Ne? Und wenn man dann sagt, okay, das war's und tschüss und das hat jetzt keinen Sinn mehr, finde ich das eigentlich ein bisschen schade. Aber ja, es ist nun mal Early Access und man muss damit rechnen, dass ein Spielstand dann eben auch nicht mehr funktioniert, wenn ein Update kommt. Meine Befürchtung dahingehend ist jetzt aber, wenn ich jetzt einen neuen Spielstand anfange, dass in 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen das gleiche wieder passiert. Denn ich bringe pro Woche 5 Folgen, ist nun mal so. Und ja. Ja, ob es weitergeht oder nicht, seht ihr morgen. Ich beende jetzt hier dieses Let's Play definitiv. Und ja, vielleicht fange ich morgen nochmal neu an und mit ganz einfach fortlaufender Folge. Einfach, dass ich jetzt sage, okay, morgen kommt dann tatsächlich die Folge 13. Weil es sind ein paar Änderungen, okay, aber es ist jetzt vielleicht nichts Weltbewegendes, was man jetzt, dass man jetzt komplett von vorne anfängt und sagt, okay, ich fange jetzt wieder eine neue Session an und oder beziehungsweise eine neue Staffel an und fangen wieder mit 1 an. Das werde ich wohl nicht machen. Ich überlege mir bis morgen, was los ist und ja.
Trotz alledem, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Damit, und immer schön die Glocke aktivieren, damit ihr informiert werdet, wenn ich dann was Neues bringe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.